Hallo liebe Freunde von Nuts Innovations, ich melde mich heute mal von der Trendset in München. Eine erste, vielleicht auch letzte Messe dieses Jahr, ganz im Sicherheitskonzept, aber trotzdem für viele Kunden sehr spannend. Wir haben unsere Neuheiten ausgestellt, Nuts Innovations als nachhaltige Marke. Wir versuchen unsere Mission, den Kunden Alternativen anzubieten, plastikfreie Einwegartikel zu vermeiden, hier weiter voranzutreiben. Unsere aktuellen wichtigsten Themen sind neue Dekore, ein paar schicke Gemüsedekore, funktionale Anwendungen, dass die Freunde, die Bienenwachs wissen, wie man es anwendet, hier auch noch Optionen haben, als Lunchback als Beispiel, schick für unterwegs, für die Kids oder für selbst, das Frühstück, den Mittagessen, das Jausen einzupacken und so zu verwenden. Obst- und Gemüsebeutel, kleine Taschen, die man einfach im Supermarkt mitnehmen kann, sein Obst reintun. Hier oben auf den Stoff kann man bequem das Etikett aufkleben. Das macht alles, sollen einfach Anwendungsfälle sein, die den Kunden Spaß machen, die einfach im Alltag sinnvoll sind. Eine Kids-Linie werden wir noch weiter ausbauen, Biene Maja, recht erfolgreich, recht spontan. Wir suchen richtige, das sind Bienenwachsstifte zum Zeichnen, zum Malen, Crayons, essbar, lebensmittelecht. Weil sie halt wirklich aus Bienenwachs sind. Hier machen wir auch noch ein Set zum selber ausmalen, selber erstellen von Bienenwachstüchern, weil es einfach so viel nachgefragt wird und weil es einfach Spaß macht. Was uns auch ein wichtiges Anliegen immer ist, ist eine vegane Kollektion anzubieten. Das ist hier alles in Grün. Das heißt, hier wurde nicht Bienenwachs verwendet, sondern ein Pflanzenwachs komplett. Und dadurch sind die Artikel als vegan deklariert. Aber auch hier die Rolle als echte Alternative zu Plastik oder Alufolie. Auch hier die Beutel, ganz schick. Das Blattdekor macht es einfach frisch. Ja. Zusätzlich auch ein paar Handtaschen für nächstes Jahr. Ganz schick für die Frau und Herr von Welt. Einfach schöne Artikel für Tabletop, Korbkörbe. Immer wieder schön. Man kann Sachen präsentieren auf dem Frühstückstisch und danach durchziehen in der Kurbel. Einfach versorgen und schon hat man einen wunderbaren Artikel wiederverwendbar jeden Tag. Und dann unsere Highlights dieses Jahr. Das Thema Reinigung. Hier haben wir Baumwollviskose, wiederverwendbar in der Küche, waschbare Tücher. Man spart so viel Abfall. Man kann die ohne Probleme mehrfach verwenden, waschen, trocknen lassen. Das ist extrem saugkräftig. Und wenn Sie dann doch mal das Ende erreicht haben, dann lassen Sie sich auch im Biomüll entsorgen und sind kompostierbar. Dann, was uns für die Küche noch wichtig ist, auch hier Schüsselsets. Ganz schick, das sind Bambuschüsseln, außen einfach mit einem Farbtasch, in Natur, soll ein bisschen dargestellt werden. Die kommen auch gleich mit Schüsselabdeckung, einer Baumwollschüsselabdeckung, zack, zugedeckt, sind schon für jeden im Alltag einfach nutzbar. Die haben wir in unserer neuen Ethno-Kollektion, das heißt Black and White und, weil es einfach cool aussieht, auch in der Blattkollektion mit den grünen Blättern und ein bisschen weißen, Kuschelstärsch, ja. Von daher, für alle, die es nicht auf die Messe schaffen konnten, wir sind sonst ganz happy. Es ist eine spannende Zeit. Mal schauen, wie es weitergeht. Den Rest machen wir elektronisch und digital. Tschüss.